Also auch noch nicht weiter. Schön, also habe ich nur einen Weg. Guck doch mal einen an. Wüstenrose halten. Ich habe meine Rose gekriegt. Gut. Jetzt brauche ich nur noch die Eisscheiße und dann ist gut. Hallo. Jan. So eine Scheiße erst entkommen. Auch der Kollege, den hatten wir auch schon mal. Da nennt man wohl Glück im Unglück. Ah, ihr seid's. Es gibt gute sowie schlechte Neuigkeiten. Warum steht ihr alle hier rum? Wer ist das, Julia? Sind das Freunde, die du erwähntest? Ja, das sind sie. Sind sie nicht süß? Nein. Obwohl, die eine schon. Wie heißt sie? Maler. Och, süß. Kann ich sie vielleicht, kann ich, wo kann man so ein wildes Maler finden? Ich möchte auch eins haben. In der Maler. Wäldchen. Maler. Wäldchen. Bevor euer Gespräch weitergeführt wird, sollten wir erstmal zurück in die Stadt gehen. Da könnten wir alles in Ruhe besprechen. Sie hat recht. Kommt ihr? Nein. Ich will nicht. Okay. Zuerst einmal sollte ich euch einander bekannt machen. Das dort ist meine Mutter Falka und der Mann neben ihr ist Lias Vater Onel. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Endlich lernen wir euch kennen. Julia und Lia haben uns bereits alles über euch, eure Aufgabe erzählt. Und dann hätten wir noch diesen jungen Mann namens Jan. Er besaß einst die Kräfte des Windes. Was soll dieses Dämliche einander vorstellen? Ich glaube, es gibt ein Wichtigeres. Wo, nee, haben wir Jan haben wir noch nicht getroffen vorher, oder? Nehmt ihm das nicht übel, er meint's nicht so. Ich bin mir nicht sicher. Schon, okay. Aber was war denn nur da draußen los mit SZ? Zeus muss hier vorbeigekommen sein. Was? Gerade eben? Dann können wir ihn vielleicht noch erwischen. Nein, er war hier, bevor Lia und ich hier angekommen sind. Es ist nun sicher schon von Leras und wartet dort, bis wir erscheinen. Aber Onel, Falka und ich sind diesem Zeus begegnet. Sie berichteten uns, dass sie einen grünhaarigen Mann gesehen haben, der einen Elementargast dabei hatte. Verwechslungen sind also ausgeschlossen. Ich wusste gleich, dass da etwas nicht stimmen kann. Zuerst wollte ich ihn zur Rede stellen, doch er griff mich sofort an. Er war zunächst sehr verwundert darüber, dass wir den Geist sehen konnten. Immerhin gehören wir auch alle einem Elementarclan an. Aber euch scheint es ja auch gut zu gehen, also konntet ihr die Stirn bieten. Oder ist doch noch ein anderer Dunkel? Och, bitte nicht. Ich will doch, ich will. Nein. Ich will doch, ich. Nein, ich will doch, ich will doch, ich will doch, ich will doch Viviane haben, Susanne haben. Blödsinn. Ich war bloß überrascht und unkonzentriert. Und außerdem habe ich es geschafft, den Elementargeist aus seinen Klauen zu befreien. Der Eisgeist ist sicher. Wo ist er nun? Er befindet sich nun hier in Sabura. Und das sind die guten Nachrichten bei dieser Geschichte. Oh, das ist schön. Die guten? Nun denn, das wären die schlechten. Während des Kampfes mit Jan konnte dieser Zeus ihm seine Windfaust abnehmen, was er um seinen Hals entdeckte. Na klasse, tja. Er faselte irgendwas von wegen, auch das würde als Lockvogel ausreichen und flüchtete mit der Force. Und da hat er leider recht. Nun haben wir zwar den Elementargeist, aber auch die Elementarfaust sind extrem wichtig für uns. Nun, wir hätten so oder so nach Leras gemustert. Gemust. Wir sollten das Beste in der Sache sehen. Jetzt können wir den Elementargeist des Eises darum bitten, mir den Elementarclan mitzuteilen, dem ich angehöre. Stimmt, dann haben wir immerhin in der Hinsicht Gewissheit. Nun gut, wir gehen schon mal in die Stadt und warten auf euch, bis ihr Julias Element festgestellt habt. Danach überlegen wir, was weitergehen soll. Wo ist der Geist? Ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir werden euch selbstverständlich unterstützen. Okay, wo ist der Geist? Ich hab's jetzt irgendwie. Hab ich das gelesen? Hab ich das überlesen oder vergessen? Bürgermeister Boro, die Verhandlungen sind glatt gelaufen. Es wurde allerhöchste Zeit, dass die Wasserlieferung endlich bezahlt wird. Ja, so sieht es aus. Und da unten, das sieht doch schon wieder aus wie ein schönes Buch, was ich brauchen kann, oder? Komm schon. Legende von Tamana lautet Titel dieses Buches. Interessant, da steht doch was Kleingedrucktes auf dem Buchrücken. Von 12 im Laufe der Zeit. Von 12 im Lauf der Zeit, du musst gehen, denn nur so wirst du die Wahrheit sehen. Okay, man muss um irgendwas im Uhrzeigersinn rumlaufen. Und zwar von oben aus. Okay. Ja, aber nun was. Das erinnert mich wiederum an Sword of Mana. Da musste man auch sowas machen. Nur eine 8 laufen um irgendwas rum. Unsere Oase erfüllt das ganze Land. Wusstet ihr nicht, dass Sabura der Hauptlieferant fürs Wasser ist? Für Wasser ist? Bla bla bla. Keine Ahnung, ist mir doch egal. Bei euch ist ziemlich warm. Hallo, hier ist schon wieder so ein Haus, das nach draußen geht. So ihr ernst? Goblin Volksmusikant. Ich konnte meine Gitarre bis heute nicht holen. Jedes Mal, wenn ich mein altes Heim aufsuche, um sie zu holen, steht da ein riesiges Haus. Das riesige Haus. Ich hätte wetten können, dass er vorher noch nicht da war. Howdy, ihr menschlichen Wesen. Mein Name ist McCrowdy und ihr seid hier genau richtig, wenn ihr etwas über die Unrun in Erfahrung bringen wollt. Kommt nicht oft vor, dass sich Menschen hierher wagen. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig überrascht. Nun ja. Ich kann euch aber im Moment keinen Service anbieten. Es gibt Probleme, um die ich mich kümmern muss. Du bist doch ein Goblin. Ein sprechender Goblin? Warum auch nicht? Ihr sprecht doch auch. Stimmt, auch wieder. Du sagst eben was von einem Service. Die sehen eher aus wie Gnalle oder was.
Du sagst irgendwas von einem Service. Was genau treibt ihr hier? Und ist es nicht gefährlich, einer menschenbewohnten Stadt zu leben? Ach, das ist kein Problem. Die meisten Menschen wissen ja nicht mal, dass dieses Haus überhaupt noch von uns bewohnt wird. Und was wir hier treiben? Nun ja, wir bieten wie bereits einen besonderen Service an. Es ist uns ein leichtes, über jede Person alles Mögliche herauszufinden. Es gibt möglicher, vermutlich kaum jemanden, über den wir nichts wissen. Und für die entsprechende Bezahlung können Leute Informationen über andere erhalten, die wir zuvor gesammelt haben. So einfach ist das. Also ein Goblin-Spionagetrupp klingt beruhigend. So könnte man es auch nennen. Habt ihr auch Informationen über uns? Mit Sicherheit. Aber wie ich schon sagte, ich kann euch im Moment keinen Service anbieten. Gibt es etwas Probleme mit dem Gesetz? Ach, Blödsinn. Ist ja nicht so, als wollen die Leute damit zu schaden. Was ist denn los? Ich habe demnächst einen Auftritt mit meiner Band und diese Idioten haben alle ihre Instrumente vergessen. Schön, ich habe welche gefunden. Ist das ein Scherz? Nein, sie haben ihn wirklich vergessen. Jeder einzelne von ihnen. Nein, ich meinte eher... Ach, egal. Jedenfalls können wir jetzt nicht proben. Das ist eine absolute Katastrophe. Proben müsste man kleinschreiben. Wie kommt es, dass alle so vergesslich sind? Nun, die meisten Goblins sind nicht die hellsten. Da gibt es nur sehr wenige Ausnahmen. Gut, aber warum holen sie ihre Instrumente dann nicht einfach? Euer Auftritt ist doch erst demnächst. Sie haben vergessen, wie sie ihre Instrumente liegen gelassen haben. Den Kommentar spare ich mir. Ich werde den Auftritt wohl abgehangen müssen. So, also müssen wir eben jeden von den... Also es gibt 4 Instrumente. Wie viele haben wir dann gefunden? Okay, die haben wir beide schon gefunden. Klarinette, Trompete, Geige. Okay, da steht die Gitarre. Aber wo steht ein Haus? Wo kann kein Stand? Ah! Bei dem Theater. Bevor ich damals meine alte Heimat verließ, übe ich jeden Tag meine Trompete zu spielen. Ja, wieso habe ich sie dann ausgerechnet den Tag der Abreise dort vergessen? Ich hab sie doch. Ja, aber da komme ich ja noch nicht ran an die letzte Instrument dann. Bist du dumm oder was? Ich hab doch deine Scheiß, was auch immer du wolltest. Komm und jetzt nach rechts. Ich hasse dich. Komm. Komm. Nein, geh nach oben. Komm, du kannst da nach oben gehen. Schön. Noch einen. Komm. Komm schon. Oh, gut, endlich. So. Warum musste ich ausgerechnet meine schöne Klarinette in der westlichen Region vergessen? Okay. Und du sagst, wir Goblins sind flexibel, deswegen können wir an fast allen Orten leben. Doch ob meine Gage das genauso geht, warum musste ich sie nur unbedingt liegen lassen? Hatschi. Ah, im Kalten, ja, da habe ich die Geige gefunden. Okay, ja gut. Da wo das Haus stand, plötzlich. Das ist das Theater gewesen. Da muss ich reinbuddeln wahrscheinlich. Gut. Aber dazu brauche ich irgendeine Fähigkeit. Naja. Das wird aber erst die übernächste Fähigkeit sein. Also Wind oder Eis? Okay, gut. Bürgermeister Borushaus. Da waren wir schon drin, Kollege. Da wollen wir nicht nochmal reingehen. Was sagst du? Unsere Asafel, das ganze Land. Wusstet ihr nicht, dass über... Ah, das habe ich doch schon gehört. Schön, ein Laden. Da können wir doch mal reingucken, was wir hier Schönes finden. Vielleicht finden wir was Nettes. Hallo. Hallo, was darf sein? Kaufen. Kriegerklinge haben wir schon. Langspeer. Habe ich glaube ich auch schon. Mithrilbogen, Dornkeule. Keine Ahnung. Und Dornpeitsche kaufe ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich es schon habe. Ich will jetzt erstmal für alle was kaufen, glaube ich. Weil dann kann ich auch wechseln zwischen den Leuten. Stahlschild. Kaufen wir einfach 3. Stahlhelm auch nochmal 4. Magischer Hut. 1. Stahlrüstung. Stahlpanzer. 4. Magische Robe, 1. Okay. Jetzt gucken wir nochmal. Ich kann auch sein, dass ich zu viel gekauft habe, aber passt schon. Stahlhelm. Nebelkleid, genau. Okay, nee, es müsste wenn für die Leute hier sein. Dornpeitsche habe ich schon. Scheiße. Eisenhelm, Stahlhelm. Stahlpanzer. Ja. Gut. Ausrüstung. Azarosch. Magischer Hut. Schön. Fellrobe, magische Robe. Schön. Maler. Okay. Elfenbogen. Ich habe doch keinen Mithrilbogen, Mann. Ich muss das endlich mal raffen. Stahlpanzer. Okay. Und Aras kann bestimmt noch die Stahlrüstung tragen. Stahlschild. Okay. Okay, gut. Langspeer habe ich schon. Dann kaufe ich da jetzt noch den Mithrilbogen. Ups, damit alle voll gerüstet sind. Und für dich kaufe ich noch eine Stahlrüstung. Weil die kann bestimmt auch der Kollege Aras tragen. Und die ist besser. Schön, gut. Und jetzt kann ich endlich mal einkaufen. Das habe ich nämlich schon lange nicht mehr getan. Ich habe nämlich überhaupt keine Heiltränke oder keine Magietränke mehr. Sind 54.
Uhu. Okay. Superheiltrank 14. Magietrank 70. Supermagietrank 33. So. Schön Geld ausgegeben. Schön. Lebenswasser 12. Gegengift, Heilkraut 11. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Gut, wie viel haben wir noch? 94.000, das ist genug, Alter. Das ist mehr als genug. Ich glaube, ich habe es richtig gespielt, das Spiel. So. Hier haben wir noch einen Kollegen. Ihr solltet euch andere Kleidung zulegen. Das junge Volk von heute, keine Ahnung von wetteroptimaler Kleidung. Ich bin nicht von hier, Jung. Was soll ich denn das wissen? So, Familie Clarks. Okay. Wollen wir einen Clar antrinken? Ob ihm das klar ist? Alle denken immer, meine Geschichte über die Wüstenbestie sei frei erfunden. Aber ich sage euch, das stimmt nicht. Jedes Wort ist wahr. Ehrlich. Ah ja, du laberst nur Scheiße. Glaubt dir kein Wort. So, manchmal habe ich Angst um unseren kleinen Jungen. Was, wenn er einfach in die Wüste läuft und nicht mehr zurückfindet? Tja, dann ist er weg. Unfair. Unfair. Die Regel eines Königs steht hier. Was zum... Von welchem König soll das denn sein? Dieses Buch trägt den Namen 1026. Was der Autor damit wohl sagen will. 1026. Keine Ahnung. Sagt mir nichts. Bin ich doof. So, was ist denn dir? Wird schon dir immer redet? Keine Stadt ist so dicht im östlichen Kontinent wie Sabura. Das macht sie sehr wichtig für die Durchreisenden. Geht so, ne? Und du? Was ist mit dir? Es ist so heiß hier. Aber wir müssen uns bedeckt halten, sonst bekommen wir ziemlich einen Sonnenstich. Ja. Familie Knopser. Okay, klingt wie Pokémon. Make it Mischief. Make it Mischief findet man hier. Also bei dem Titel, wer liest denn sowas? Legend of Mystical Quest steht hier im Regal. Schon einiges davon gehört, soll wirklich gut sein. Naja. Meine Mutti arbeitet immer so hart, deswegen bin ich die meiste Zeit allein. Deine Mutter arbeitet hart? Im Strich oder was? So. Arbeitet mit harten Dingen oder was? Zum Beispiel Metallbau. Wir sind Kinder, dürfen nie die Stadt verlassen. Papa erzählt immer so Gruselgeschichten, so unsere eine Bestie in der Wüste frisst, wenn wir nicht hören. Ist mir doch Pelle. Hallo, Inn. Was ist das? Ja, wo habt ihr jetzt den Geist hingeschleppt, ihr Schwachköppe? Hallo. Was willst du haben? Guten Tag, möchte ich für 400 Cent übernachten? Naja, mach mal. Dankeschön, geht einfach nach oben. Bin ich überhaupt geheilt schon? Ach, ich dumm. Egal. Ich kann jetzt umsonst schlafen gehen. Als mir eine Reise in warme Sonnige angeboten wurde, habe ich irgendwie etwas anderes vorgestellt. Ja, denke ich mir. So. Gut, was ist bei euch? Es war eine richtige Entscheidung, hier zu bleiben. Das Wasser aus dieser Ursache ist einfach nur zu köstlich. Mein Papa ist so peinlich, wenn er von sowas schwärmt. Der Wind, er frisst, steht hier. So, so. Der letzte Kurs lautet der Name dieses Buches. Okay. Und du? Na klar, das kannst du hier oben hinlegen. Ist hier oben jemand? Nö, schön. Tschüss. Tschüss. Okay. Schön, dass wir hier schlafen konnten. Und hier ist sogar jemand. Es ist viel zu heiß hier drin. Wir sollten hier die Augen zumachen. Ein Auge zumachen. Wir haben gerade gepennt. Wunderbar sogar. Und vielleicht solltest du mal woanders wohnen. Die hat sich einfach hier oben eingenistet, die Eklige. Kann ja wohl nicht sein. Nistet die sich da einfach ein. Ist das widerlich von ihr. So. Die alten Frauen, jetzt sind die schlimmsten. Aber echt. Ja, und wo ist jetzt die Julia eigentlich mitgekommen? Nee. Oder vielleicht auch nur offscreen. Also so nicht sichtbar. Waren wir drin? Bei mir Knopser, ja, da waren wir drin. Da waren wir auch drin, oder? Klaas, ja, da waren wir auch drin. Waren wir da drin? Ach, da ist der Eisgeist. Der Klicker. Gut, gehen wir da mal rein. Gucken nochmal hier. Komm, wir spielen, steht auf dem Buchrücken. Wir sind zurück, findet man dort im Regal. Toll. Leer. Guck mal, die ist leer, Fair. Hä? Seufzt, ich wusste doch, dass ich einen Tag als einsame Jungfrau allein leben werde. Eines Tages. Und dann auch noch mitten in einer Wüste. Tja, hast du was falsch gemacht, Puppe. Geh kacken, Junge. Mir doch wurscht.
So. Julia! Guck mal, was sie zu sagen hat.